Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf und wir spielen tatsächlich die technische Alpha von Heroes of the Storm. Unglaublich. Vielen Dank an die GameStar und an Blizzard, dass ich hier dran teilnehmen kann. Es ist unglaublich. Ihr habt es ja vielleicht schon bei ein paar anderen Leuten gesehen. Es ist im Moment nicht so leicht, in diese Alpha reinzukommen. Und deswegen habe ich hier sogar eine kleine Träne in meinem Auge, dass ich das jetzt machen darf hier. Und ich nehme euch natürlich mit. Ich habe so ein bisschen das Spiel schon mal angezockt, um so eine kleine Idee davon zu bekommen, wie das funktioniert. Es handelt sich ja hierbei um ein MOBA, ne? Also wer das nicht kennt, League of Legends oder Dota, okay, ihr kennt es natürlich alle. Und es gibt aber so ein paar Unterschiede, die werde ich jetzt mal versuchen, so ein bisschen beiläufig mal zu erwähnen, wenn wir drauf stoßen. Ihr habt hier, die Übersicht über die Helden und wer es noch nicht weiß, die Helden stellen sich zusammen aus den drei verschiedenen Spieluniversen, und zwar Diablo, StarCraft und World of Warcraft. Voll krass. Ich persönlich bin ja jetzt nicht so bewandert, was diese ganzen Universen angeht. Aber ich denke mal, viele von euch da draußen werden die ganzen Helden kennen. Was ich jetzt vielleicht noch kenne, ist Rainer. Rainer kenne ich auch noch. Dann kenne ich natürlich Uther. Uther von Hearthstone allerdings. Ihr kennt ihn wahrscheinlich aus World of Warcraft. Dann haben wir hier Gazlow, den kenne ich gar nicht. Tyrael kennt natürlich jedes Kind. Ja. Jedes Kind. Und ich war total heiß darauf, den zu spielen. Allerdings ist das ein Supporter und ich... Ich spiele natürlich auch gern mal einen Supporter, aber eigentlich ist das nicht so ganz meins. Vor allem, wenn man jetzt hier dieses neue Spiel ausprobieren darf, finde ich das total spannend, auch da direkt auf die Schnauze geben zu können. Das Tutorial spielt man mit Rainer und ich denke mal, die erste Folge zeige ich euch auch mal mit Rainer, weil er ja, relativ einfach zu spielen ist, in Anführungszeichen. Wir spielen jetzt aber erstmal im sogenannten, wie heißt das? Testmodus, Übemodus, wie auch immer. Da spielen wir mit KI gegen KI. Und das eignet sich einfach mal, um euch so ein paar Sachen zu zeigen, die vor allem sich unterscheiden zu League of Legends oder Dota. Ja, da gibt es nämlich einige Sachen. Eine ganz, ganz große Sache ist, man levelt quasi nicht individuell auf, sondern, das könnt ihr euch mal durchlesen, wenn ihr auf Pause drücken möchtet, sondern man levelt im Team auf. Ihr seht hier unten rechts so eine Anzeige. Ja, das ist hier unser Team, das ist das andere Team, da rechts, das Rode. Und man steigt quasi gemeinsam auf. Ja? Also, wenn du jemanden tötest, dann kriegen alle deine Kumpels dafür die XP. Es gibt auch keine klassischen Last-Hits. Das sei wohl mal jetzt mal an dieser Stelle sehr, sehr deutlich gesagt. Ja? Also, du musst nicht darauf achten, dass du die Minions killst. Also, Hauptsache, sie sterben, aber ob du sie jetzt last-hittest oder nicht, ist total egal. Ich glaube, was wichtig ist, ist einfach in der Nähe zu sein, dass man da die XP abgreifen kann und wie gesagt auch seinen Kumpels dann die geben kann. Auch mal wieder eine ganz interessante Neuerung ist dieses Pferdchen. Ja? Auf Y kann man da absteigen und wenn du nochmal Y drückst, na, komm, Mounting und los geht's. Ja? Das hat jeder, bis auf so ein paar Ausnahmen. Es gibt hier so Helden, die reiten eh schon auf Shit. Die können dann nicht nochmal extra reiten. Und ich sehe gerade, diese Map habe ich jetzt noch nicht gespielt. Da hätte ich mal lesen sollen am Anfang, was hier die Besonderheiten sind. Und das sind nämlich saugeile Eigenschaften, die diese Maps mit sich bringen. Was wir jetzt wahrscheinlich so in den nächsten Videos mal so ein bisschen erkunden werden. Da gibt es saucoole Ideen, wie ich finde, die sie da reingebracht haben, die dieses Spiel doch mal so ein bisschen, wie soll ich sagen, innovativ machen. So, ihr seht schon meinen Kuh. Das ist einfach so ein Skillshot. Der aber auch noch die Gegner zurückwirft. Jetzt frage ich mich gerade, ob das Ganze hier noch ein bisschen zu laut ist. Mein W bufft einfach mich und alle meine Freunde um mich herum. Und zwar ist da, glaube ich, die Angriffsgeschwindigkeit höher und noch irgendwas. Gucken wir eben hier. Buffs himself für 20% Bonus Attack Speed und Damage. Ja, das ist also eine ganz nützliche Sache. Ich habe gar nicht eben gesehen. Am Anfang kann man sich hier so ein Ding aussuchen. Ich würde einfach mal Gain Damage nehmen. Das heißt, wir kriegen pro Level einfach mal mehr Damage. Das ist sehr cool. Und wir kämpfen hier gerade auf einer Lane mit Uther, der auch so ein bisschen Supporter ist. Was ist das hier? Control both shrines to activate the statue. Okay, also wenn man jetzt hier unten noch den Shrine aktiviert, dann kann man irgendeine Statue aktivieren. Wahrscheinlich die hier. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend das Ganze. So, jetzt erstmal aufbuffen. Skillshot. Bam. Was mich so ein bisschen stört, ist, dass die Reaktionszeit so ein bisschen verzögert ist. Ich glaube, das liegt daran, dass im Moment natürlich nur Server in Amerika vorhanden sind. Zack. Und deswegen der Ping so ein bisschen höher ist. Aber damit kann man leben. Es lässt sich durchaus spielen und ich will mich überhaupt nicht beschweren. Jetzt habe ich hier mal
so ein bisschen die Range meiner Schüsse, glaube ich, erhöht. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Da will jemand übernehmen. Das prangere ich hart an. Das geht überhaupt nicht. Skillshot daneben gehauen. Buffen. Und los geht's. Den kriegen wir. Den kriegen wir. So, ich will euch jetzt hier nicht tutorialmäßig das ganze Spiel erklären. Ich will das so beiläufig machen. Und immer mal, wenn ein neues Element dazukommt, sage ich, ah, guck mal, das hier ist das, ist das hier. Und ich sehe gerade, wir haben anscheinend beide diese Dinger hier genommen. Lass uns mal aufs Pferdchen steigen. Und dann können wir hier zu dieser Statue. Wahrscheinlich müssen wir da auch rumstehen, damit die irgendwas bufft. Diese Map-Dinger sind übrigens ziemlich stark. Also, was ich bisher gesehen habe, was sie so auf der Map machen. Oh, krass! Das hat mich gerade zu so einem Viech hier gemacht. Wie krass ist das denn? Wie krass ist das denn? Ich bin so ein Viech. Choose a talent. Okay, extra Damage für Structures ist jetzt im Moment sehr gut. Wollen wir ja hier Structures gerade kaputt machen, ne? Und hier gibt es natürlich auch wieder krasse Neuerungen oder Änderungen. Hier seht ihr, da würde ich... Kann ich hier durchgehen? Nee. Also es ist nicht einfach nur ein Tower, sondern hier ist auch noch so ein Tor, wo man nicht durchgehen kann einfach so. Und diese Tower hier sind auch ein bisschen anders als bei Spielen wie League of Legends oder Dota. Und zwar haben die, das kann ich jetzt nicht zeigen, aber eine begrenzte Munition. Bedeutet, die schießen auf dich oder auf deine Minions, solange sie diese Munition haben. Wenn die leer ist, können die halt für ein gewisses Zeug nicht schießen. Das ist, wie ich finde, eine schon interessante Neuerung oder ein interessanter Unterschied. Ach, ich habe hier auch noch sowas. Yeah. Was bin ich eigentlich? Dragon Knight Stain. Okay, jetzt ist er tot. Es ist nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm. Wir kriegen das schon hin. Die KI ist überhaupt nicht gut. Das ist übrigens Diablo, falls sie noch keiner erkannt hat. Krass, oder? Also, ich fand das krass. Dann gibt es hier so lustige Brunnen. Ja, auf beiden Seiten. Wenn du da hingehst, rechte Maustaste drauf, kannst dich ein bisschen heilen. Ah, und hier kann man noch sehen mit dem Turm. Da drunter seht ihr, wie viel Schuss er hat. Wenn die alle gehen, muss er halt erstmal so ein bisschen diese Schüsse wieder aufladen. Und im Moment kriegen wir den aber, glaube ich, einfach so down. Das finde ich sehr gut. Und übrigens auch sehr interessant, die Skillshots hier machen auch Schaden an den Gebäuden. Das ist ja nun mal auch ein bisschen anders als sonst üblich in anderen MOBAs. Nur noch mal ein bisschen buffen. Choose a talent. Okay, calls down a Starfighter Battlecruiser. Das nehmen wir jetzt mal. Und zwar, das war mein Ulti. Normal, also die anderen Sachen hab ich alle von Anfang an. Und den Ulti kriegt man erst später. Anscheinend hier ab Level 10, nehme ich mal an. Hab ich jetzt noch nicht so drauf geachtet. Mein dritter Skill ist übrigens ein Passiv. Wenn ich da unter 30% meines Lebens komme, dann aktiviere ich irgendwas, bla bla, und krieg mein Leben zurück. Ich will mein Leben zurück. Wie man hier sehen kann, das hier, das ist irgendwie so ein Gebäude, was man halt auch erstmal kaputt machen muss, um da weiterzukommen, glaube ich. Das kann auch schießen, aber da war die Munition auch gerade alle, ne? Das ist, manchmal ist das eine sehr, sehr nützliche Sache. Ja, und wie spannend, ich finde das so geil, dass sie diese Sachen hier eingebaut haben, dass man jetzt zum Beispiel diese beiden Statuen einnehmen muss. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man da in die Mitte gehen und dann kann man so ein Viech werden. Und ich finde das ein bisschen spannender, als einfach nur zu einem Baron zu laufen, und dann kriegen wir einen Buff. Pff. Ja, sondern man will da unbedingt hin. Man will das unbedingt schaffen, das heißt, man kämpft auch immer mal wieder um die Position da. Um das hier, Skillshot und rein da. Komm, das muss jetzt klappen. Sehr gut. Und die anderen Maps, die haben auch sehr, sehr unterschiedliche solche Gimmicks, die ich euch in den folgenden Videos zu diesem wundervollen, also bisher, wie ich finde, wundervollen Spiel zeigen werde. Zum Beispiel gibt es da so ein Geisterschiff in der Mitte und dann musst du so Dublonen sammeln und musst du so einen Typen geben. Und wenn du das zu Genüge gemacht hast, dann greift dieses Geisterschiff einfach mal Structures vom Feind an und so. Wieder eine andere Map ist so aufgebaut, dass irgendwann so Minenschächte aufgehen. Dann kannst du in diesen Minenschacht gehen und bist plötzlich in dieser Mine drin, also quasi in einem Nebenlevel, und musst da irgendwelche Skelette töten von denen, empowers your basic attacks. Ja, wir wollen die Basic Attacks gestärkt haben. Genau, und dann musst du da die Skulls aufsammeln von diesen Skeletten, also die Totenköpfe. Und das Besondere daran ist, nach dieser Runde, die man da in dieser Mine verbringt, dann hat man auch so einen kleinen Endgegner, kommt man wieder raus und dann kämpfen diese Skelettkrieger als Geister für beide Seiten. Aber die Seite, die mehr von diesen Totenköpfen gesammelt hat, die wird einfach mal stärker unterstützt. Und sowas finde ich so unglaublich cool. Werde ich euch auf jeden Fall mal zeigen, wie gesagt, in dem nächsten Video, wo wir auf so einer Map sind.
unglaublich cool. Jetzt habe ich mich hier so ein bisschen verquatscht und habe gar nicht drauf geachtet, was hier so gerade passiert auf der Map sonst noch. Vielleicht gibt es ja noch irgendein Gimmick. Ach du Scheiße, das war jetzt nicht so schlau. Aber da hat mein Passiv gerade so ein bisschen meine Energie wieder rausgeholt. Ah, ich sehe gerade, die Statuen unten und oben sind aktiviert. Ich brauche jetzt nur hier wieder hingehen. Zack, das geht ziemlich schnell, wie ich gerade finde. Und wir sind mal wieder The Dragon Knight. Geil. Hat er auch was, worauf er sitzen kann, worauf er schneller reiten kann? Nein, dann hat er nicht. Hier haben wir Leaf Dragon. Wer macht das denn? So, Bams! Ruah. Starke Scheiße. So, die Türme können nicht schießen, weil sie keine Munition haben. Das finden wir sehr, sehr gut. Bam! Einfach mal rauf. Einfach mal rauf auf die Schnauze. Ich hoffe, der kommt gleich raus. Oder nicht. Nochmal hier. Zack. Wie gesagt, die Skillshots machen auch Schaden. Boah! Was war das denn? Machen auch Schaden an den Gebäuden. Und ich kann ja hier jetzt eigentlich... Guck mal. Ah, ich bin durch. Sehr gut. Zack. Haben wir's? Oh, scheiße, gestunt. Das ist auch grafisch, finde ich, ganz gut gelöst. Das Turm musste ich doch jetzt nicht kaputt machen. Und zack. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist nicht so wie bei League of Legends, dass man automatisch vom Turm angegriffen wird, wenn man einen anderen Feind in seiner Range angreift. Aber vielleicht habe ich das auch einfach nur nicht richtig gecheckt bis jetzt. So, dann fallen hier immer mal wieder so grüne Bällchen irgendwo hin. Das passiert, glaube ich, wenn man Gegner tötet und das gibt einem halt ein bisschen Leben zurück und so. Hier müssen wir mal wieder ein Talent choosen. Oh, hier, kill, zack. Deal damage to disabled targets? More damage per target, so machen wir das. So, und jetzt könnten wir hier dieses Gebäude auch schon wieder fast finishen, aber ich möchte euch noch eine Besonderheit zeigen, die ich auch wiederum sehr, sehr geil finde. Ihr seht hier den Jungle, und der Jungle ist nicht so aufgebaut wie jetzt zum Beispiel bei LoL oder Dota, dass du da so ein Blue kriegst oder ein Red, der dich persönlich bufft, sondern, und das zeige ich euch jetzt mal hier, da steht Level 16 Solo, das ist glaube ich eine Empfehlung, wann man da hingehen soll, wenn man alleine ist. So, und dann greifen wir die mal an, machen wir uns mal, zack, los geht's. Und wenn wir die jetzt besiegen, Leute, wenn wir die jetzt besiegen, dann kämpfen die einfach mit auf unserer Seite. Wie geil ist das denn? Was für eine geile Idee ist das denn bitte? Und ich verkacke hier gerade so ein bisschen. Normalerweise kommt die KI auch mal gerne zum Helfen. Aber jetzt gerade ist, glaube ich, keiner in meiner Nähe oder das ist nicht richtig gecheckt. Irgendwas bufft die hier ganz krass. Ich will jetzt mein Ulti hier nicht für verballern. Vielleicht ist das der hier. Kann das sein? Oh, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Ich muss hier weg. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich hätte wahrscheinlich irgendeinen Heiler oder so erstmal kaputt machen müssen. Dann steigen wir aufs Pferdchen. Zacki Deli. Buffen hier auf dem Weg, die Viecher. Gehen zum Drink to... Yes! Heilen uns da auf. Gibt einem auch Mana zurück. Ist sehr, sehr nützlich. Nicht aufs Pferdchen. Erstmal hier so ein bisschen pushen. Zack, zack, zack. Lass uns mal hier auf dem Weg einfach mal dieses Ding hier aktivieren. Was wir haben, haben wir. Ach, das geht nicht. Wahrscheinlich kann man das nur alle paar Sekunden machen. Ist okay. Ist für mich total okay. Bam. Oh, jetzt können wir sie wieder aktivieren. Sehr gut. Sehr gut. Hey, Kerrigan. Hallo. Hä? Haben die unten schon... Bam. Nee, ach so. Das war einfach nur so eine komische Anzeige. Wenn die jetzt unten mal übernehmen würden, das wäre einfach ein Traum. Aber muss noch nicht sein. Ihr habt gerade gesehen, Diablo auf dem Pferd. Sieht lustig aus. Was noch viel lustiger aussieht, ist Diablo auf dem Einhorn. Ich habe noch nicht genügend recherchiert, aber ich glaube, man kann sich quasi so Skinpacks für diese Reitpferde holen. Und da ist halt auch ein Einhorn dabei. Vielleicht kann man das auch einfach so freischalten. Ich weiß es nicht. Ich bin ja auch noch neu. Das ist quasi so gefühlt mein drittes, viertes Spiel. Ungefähr. Alles bisher gegen KI. Einfach nur, um das Spiel so ein bisschen kennenzulernen. Ich buff mal alle hier so ein bisschen. Dann hauen die schneller und stärker zu. Skillshot gegen Uther. Verpiss dich, du Arschloch. Und jetzt mal Ulti, zack. Und hier kommt jetzt dieses Schiff. Ich weiß nicht genau, was es macht. Ich hoffe, es schießt einfach. Das sieht gut aus. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Ich weiß nicht, muss ich das nochmal aktivieren? Nee, das macht doch einfach Sachen, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Bin mir nicht ganz sicher. Soll ich euch nochmal buffen, Leute? Kommt mal her. Zack. Und noch ein Skillshot ins Gebäude. Macht ja, wie gesagt, auch schon voll geil. Finde ich voll geil. Bam! Und da kommen wir auch schon an den Nexus, der hier anders heißt. Ich habe vergessen, das heißt der, glaube ich, Core. Also Kern. Bam! Buffen. Und da haben wir es auch, glaube ich, gleich schon. Na komm schon!
Okay, hier sind noch ein paar viele Minions. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde, dass es keine Last Hits gibt. Ich glaube, ich finde es generell gut. Ich glaube, generell finde ich das ganz gut. Ich finde es auch eigentlich ganz cool. Viele Leute werden ja weinen und sagen, ach nee, das ist mir viel zu unskill-lastig. Das ist ja voll casual und so. Das ist ja voll was für Anfänger. Ist, finde ich überhaupt nicht. Ich finde das sehr, sehr interessant, dieses Konzept. Auch, dass diese Map-Sachen da eingebaut wurden. Diese Map-Gimmicks mit der Mine und hier mit diesem komischen Neidviech, was man da werden kann in der Mitte. Das finde ich total super. Und das wird dazu führen, dass man halt so Stellungskriege macht. An den verschiedenen Positionen in der Map, wo es halt wichtig ist. Was ich da erwähnt habe mit der Mine, ne? Da kann man ja halt in die Mine gehen und da unten muss man halt diese Viecher töten. Und dann muss man sich zum Beispiel auch mal absprechen. Gehen jetzt alle in die Mine oder geht jetzt nur einer in die Mine und die anderen pushen weiter? Oder gehen vier in die Mine, einer pusht weiter? All sowas kann man sich dann überlegen. Und das wird nochmal sehr, sehr interessant, wie sich das dann alles entwickelt. Es ist natürlich total schlau, wenn man mit vier anderen Leuten spielt, die im TS sind und man sich absprechen kann. Das ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Ich glaube, mit Randoms wird das so eine Sache. Schauen wir mal, was überhaupt jetzt an Leuten gerade aktiv in dieser Alpha überhaupt da ist. Ich befürchte, dass es noch nicht allzu viele Menschen sind. Schauen wir mal, ich lasse mich überraschen. Und dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und in den nächsten Folgen werde ich euch andere Champions und natürlich so weit möglich die anderen Maps zeigen, die ich super geil finde. Also, ich bin super gespannt. Ich freue mich so sehr, dass ich hier mitmachen darf. Vielen, vielen Dank nochmal, wie gesagt, an die GameStar, an Blizzard, dass das hier ermöglicht wurde. Und wir haben gerade über ein Level-Up 2000 Gold bekommen. Jetzt wollte ich eigentlich schon Tschüss sagen, aber lasst uns nochmal einen Blick werfen auf den Shop, wo wir dann eventuell irgendwas kaufen können. Lasst uns mal hier leaven. Ja, jetzt hätte ich nochmal ein bisschen gucken können, was so die Stats sagen. Ja, du sagst es, Uther. Uther bringt einen auch durchs Tutorial, deswegen schnackt er hier ab und zu mal rein. Lass uns mal schauen, Shop. So, ich sehe gerade, mit den 2000 kommen wir nicht allzu weit, obwohl Demon Hunter könnten wir holen, Illidan könnten wir holen. Was noch? Den haben wir schon, Seratul. Das ist, glaube ich, StarCraft, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Sind das Protoss? Ich weiß es nicht. Müsst ihr mir weiterhelfen? Das sieht ganz nach Terranern aus. Uther, wie gesagt, World of Warcraft auch Malfurion. Tassadar ist ein Protoss, behaupte ich jetzt mal. Aus StarCraft, dann haben wir Tyrand. Ist World of Warcraft, eindeutig. Brightwing, sieht mir nach Dota aus. Ich weiß nicht, was, ich kenne das nicht. Ihr kennt euch da viel besser aus. Witch Doctor kenne ich auch nur aus Hearthstone. Gaslow konnte ich noch gar nicht. Abatha ist, glaube ich, eine Königin bei StarCraft. Ich weiß es nicht. Sergeant Hammer, auch StarCraft. Den würde ich unglaublich gerne spielen. Den habe ich mal in einem Video gesehen. Ist ein sehr, sehr abgefahrener Charakter. Und Lily kenne ich auch nicht. Scheint eine Pandarin zu sein. World of Warcraft. Okay, es ist schon mal sehr, sehr interessant. Allerdings ist die Auswahl bei 2000 Gold jetzt nur gerade so ein bisschen eingeschränkt, sag ich mal. Muradin. Oh, der Eldritch Chieftain irgendwas. Ich habe vergessen, wofür das hier die Abkürzung ist. Kostet aber auch alles 5500. Wie viel haben wir denn? Genau 2000. Tja, was machen wir da? Demon Hunter finde ich ein bisschen langweilig. Ich würde gerne Illidan eigentlich nehmen, ne? Wo war der hier nicht irgendwo? War der hier? Habe ich ihn gerade? Malfurion? Ach nee, Malfurion. Was hat der denn für Stats? I am listening. Beziehungsweise für Skills. Regrowth. Heal an enemy or enemy. Heal an ally or self over time. Reveal and damage enemies in an area. Okay, das ist ein typischer Supporter anscheinend. Also mit Heilen und mit quasi so einer Sicht-Ability, dass man durch den Fog of War so ein bisschen gucken kann, was die anderen da treiben. Root and damage enemies in area, also Stun. Es ist ein klassischer Supporter, wie ihr schon eben erfahren habt. Ist nicht so ganz mein Stil, das Ganze. Ich habe ja nicht umsonst mir so ein schönes Carry-Only-T-Shirt geholt. Damals. Was haben wir denn noch? Was habe ich irgendwas übersehen? Illidan. Zu teuer? Muradin, was kann der so? Throw a hammer, stunning and damaging the first enemy hit. Also Skillshot mit Stun. Dann haben wir hier einen Slow mit Damage. Cooldown, was ist das denn? Das ist wahrscheinlich um ihn herum so eine Area. Leap to an area, dealing damage to nearby enemies. Da kann man quasi so vorpreschen. Das ist auch, also das kann man durchaus als Attack
Skill nutzen, aber auch als Escape. Und dann haben wir hier, was ist Combat Trait eigentlich? Das verstehe ich immer noch nicht so ganz. Das ist, glaube ich, der Passiv. Regenerate Health when not taking damage. Also solange man keinen Schaden bekommt, dann heilt er sich auf. Ich glaube, wie gesagt, das ist der Passiv. Passive. Und hier haben wir quasi die, die Ultis. Allerdings kann man da anscheinend immer aus zwei wählen, was ich sehr, sehr spannend finde. Das finde ich super cool. Auch eine sehr coole Idee, weil man ja auch nichts kaufen kann. Ich sag's gerade zum Ende des Videos. Ja, es ist euch vielleicht aufgefallen, es gibt keinen Shop. In-game gibt's keinen Shop. Du kannst nicht zurückgehen und eine bessere Waffe kaufen. Oder kann man ja sowieso nicht, aber die Waffe aufbessern, zum Beispiel die Basic Attacks irgendwie stärker machen oder irgendwie schnelleren Angriffsspeed sich holen. Das macht man alles über diese Abilities, die man nach und nach per Levelaufstieg hier freischaltet. Unten links, das habt ihr ja gesehen. Also auch wieder eine krasse Änderung. Und da kommen wahrscheinlich auch noch 20.000 Änderungen, die ich jetzt hier an dieser Stelle noch nicht erwähnt habe, die ich auch selber noch gar nicht überhaupt gesehen habe oder realisiert habe. Das wird nach und nach kommen. Ich freue mich total drauf. Und jetzt nochmal aber richtig, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in einer der vielen, vielen, vielen nächsten Folgen von Heroes of the Storm. Das war euer Fischkopf. Bis dann und tschüss.